Wie sieht ein Kochrezept für kubische Polynome aus? Kurzer Blick zurück in die Grundschule. Sie teilen 125 durch 5. Wie geht das? Sie suchen nach einer Zahl, die multipliziert mit der 5 gerade so unter 12 liegt. Ziehen dann 2 mal 5 ist 10. 10 ab von 12, da kommt 2 raus und dann holen Sie hier die 5 runter und 25 geteilt durch 5 ergibt dann 5. Das heißt, das Ergebnis 125 geteilt durch 5 ist 25. Dieses übertragen wir jetzt auf Polynome. Nehmen wir das kubische Polynom 4x hoch 3 minus 24x² plus 44x minus 24. Wir haben gegeben als Nullstelle x1 ist gleich 1. Wir werden gleich ausrechnen, dass die zweite Nullstelle 2 ist und die dritte Nullstelle 3 ist. Und dieses Polynom könnte beispielsweise so aussehen. Auf jeden Fall geht es durch diese drei Punkte. Der erste Schritt ist, dass man durch den Koeffizienten bei der höchsten Potenz teilt. Das ist in diesem Fall also geteilt durch 4. Daraus ergibt sich das Restpolynom x hoch 3 minus 6x² plus 11x minus 6. In einem zweiten Schritt wird geteilt durch x minus die gegebene Nullstelle. Die Nullstelle ist 1. Dementsprechend das Restpolynom wird geteilt durch x minus 1. Und jetzt wende ich das Grundschulverfahren an. x² multipliziert mit x ergibt x hoch 3. x² multipliziert mit minus 1 ergibt minus x². Das wird abgezogen vom Restpolynom und dann ergibt sich hier richtig minus 6x² plus x² gibt minus 5x². Plus 11x jetzt hier runterholen. Minus 5x multipliziert mit x ergibt minus 5x². Minus 5x multipliziert mit minus 1 ergibt plus 5x. Heraus kommt 6x minus 6, nachdem ich minus 6 hier wieder runtergeholt habe. Plus 6 multipliziert mit x ergibt dann genau 6x. 6 multipliziert mit minus 1 gibt minus 6. Ich ziehe es ab und ich bin bei 0 gelandet. In einem dritten Schritt wende ich dann auf diese quadratische Gleichung x² minus 5x plus 6 die PQ-Formel an. Und dann ergibt sich für x2 gleich 2 und für x3 gleich 3.